oh Mann. Wie viele das denn? Ich habe das Gefühl, das werden immer mehr. Ich habe wirklich das Gefühl, das werden immer mehr. Wäre auch denkbar. Ja, du kannst hier gar nichts abwehren. Talion ist fucking unbesiegbar. So, der Kombozähler ist schon bei 20 jetzt. Das sieht doch mal richtig gut aus. Jawohl, der nächste weg. Ich spüre gar nichts. Ich bin fucking tot. Falls du das vergessen hast. Ach, ihr könnt das ja gar nicht wissen. Oh, das war ein schöner Kill. Einfach ihn auf das Schwert fallen lassen. Oh, fuck. Was? Wie viel hat denn der jetzt abgezogen? Bist du krank? Und ich habe natürlich die falsche Taste gedrückt. Oh. Nun dem Tod. Dark Schwarzklinge hat mich getötet. Habt ihr das gesehen? Das war ein beschissener One-Hit. Also so gut wie ein One-Hit. So, Dark Schwarzklinge wurde befördert. Hat sich den Weg nach oben gefightet. So, der Baumfäller wurde auch befördert. Unbekannter Uruk ist wieder hinzugekommen. Das ist verdammt schlecht. Der hat mir verdammt viel Schaden gemacht. Also ich hatte über die Hälfte Energie, Lebensenergie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. Ja, das ist natürlich ultramarig. Die Hauptmänner sind nicht zu unterschätzen. Das darf man wirklich nicht machen. Die Leute unterschätzen, der hat so viel Schaden gemacht. Und ich habe fast keinen Schaden gemacht an ihm. Finde ich ein bisschen traurig. Ich weiß nicht genau, ich habe seine Verteidigung einfach nicht durchbrechen können. Das werden wir jetzt aber natürlich nachholen. Das Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung Dung, die unten auf mich gewartet hat. Alles gut. So. Die Sklaven Freiheit. Dürfen... Ja, natürlich, Freiheit. Ich laufe euch trotzdem über den Haufen. Wie kleine Lemminge. Danke. Ja, gar kein Thema, ne? So, Momentchen. Was ist denn hier? Da sind auch einige Gegner. Schnell die Typen hier platt machen, bevor die Verstärkung kommt. Das war ja auch eine kranke Sache. Wie viele Leute da gekommen sind. Und ich komme einfach nicht dazu, die Leute, die am Boden liegen, hinzurichten. Weil mich dauernd irgendein Sack unterbricht. Aber inzwischen geht das schon richtig gut hier, das Kämpfen. Das ist ziemlich eingängig, das System. Das hat man ziemlich schnell raus. Jawohl, den nochmal hinrichten hier. Den anderen auch gleich nochmal betäuben hier. So. Der hat schon sehr coole Moves drauf, der Talion. Das muss man ihm auf jeden Fall lassen. So, Moment. Komm mal her. Dich steche ich ab. Und den anderen... Oh! Halt, hier geblieben. Den anderen verhören wir nach Informationen. Und zwar nach dem Hauptmann hier, der hier neu aufgestiegen ist. Amuk, der Mörder. Oh, der sieht aber... Der sieht verdammt cool aus. Ja, der sieht cool aus. So. Und dann nochmal in den Kopf gestochen. Sehr schön. Jawohl, sehr schön. So, was ist das denn hier? Ein Auftrag, die Mithril-Klinge. Ja, machen wir direkt mal, würde ich sagen. Die Mithril-Klinge. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Forme die Legende des Dolches Acharn. Belohnung 150 Mirian. Ja, das ist doch toll. Können wir uns da ein paar Upgrades leisten. Okay.
0 von 10 Sklaventreiber eliminiert. Innerhalb von 3 Minuten durch Schleichtötung. Man darf sich nicht entdecken lassen. Okay, das ist hier Assassin's Creed Style. Das kriegen wir aber hin, oder? So. Jawohl. Numero uno. So, dann latsch mal einfach so durch. So, einen Bogen haben wir auch noch. Das ist ja gar kein Problem, dem Headshot zum Beispiel zu geben. Endlich bin ich frei. Klettern wir mal. Oh, der guckt in meine Richtung, der Typ. Aber der dürfte nicht so weit sehen eigentlich. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Wir dürfen uns nicht so viel Zeit lassen. Oh, komm mal her hier. So, 4 von 10. Das sieht doch mal richtig gut aus. Den nochmal. So, der hier rechts hinter der Wand ist, der guckt in unsere Richtung. Das geht nicht. Das können wir nicht riskieren. So, den nochmal guten Headshot geben. Jawohl. Guckt irgendeiner in meine Richtung? Nee, nicht wirklich. So. 6 von 10, jetzt haben wir es gleich. Oh, da guckt einer in meine Richtung. Da gucken mehrere jetzt in meine Richtung. Aber wir haben ja zum Glück noch ein paar Pfeile. Sehr schön. Der Typ da hinten, wie komme ich an den ran? Da werden wir... ja, den Felsen hier umrunden müssen fast. Aber dann habe ich ihn auch. Oh, die Dunkelheit. Hast du Angst vor Dunkelheit? Es ist doch eh Tag. Komm. Und deine Eingeweide liegen hier überall rum. Sauber. Muss mal aufräumen. Oh, der hat die Leiche entdeckt. Jetzt müssen wir ihn schnell killen. Was? Wie hat der mich entdeckt? Shit. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Kann man das nochmal irgendwie machen? Einfach neu starten. Das wäre sau cool, wenn man das durch einen einfachen Knopfdruck machen könnte. I don't know. Der ist tot. Oh Mann, wie viele Sklaventreiber sind das denn? Das werden ja immer mehr. Das finde ich nicht so... Oh, fuck. Komm mal her, bitte. Hast du das gehört? Ja, ich schon. Oh, mir geht die Zeit aus, mir geht die Zeit aus. Oh, ich habe keine Elbengeschosse mehr, das ist ja auch doof. Oh, kommt schon, beeilt euch mal. Oh, 9 von 10. Oh, die haben mich entdeckt. Fuck, fuck, das wird zeitlich, wird das gar nichts mehr. Ja gut, dann lassen wir die Zeit ablaufen. Dann können wir auch anscheinend das optionale Missionsziel noch erfüllen, nämlich nicht entdeckt zu werden. Das würde ich natürlich auch gerne noch erfüllen. So, richten wir den nochmal schnell hin. Ja, da keine Chance mehr. So wenig Zeit. Zeit abgelaufen. Du musst das Ziel abschließen, bevor die Zeit abläuft. Ja, ich denk's mir. Ja, ich will aber nicht aufgeben. Ich will's bloß nochmal machen. Aber anscheinend muss ich erst aufgeben. Sehe ich das richtig? Das ist ja kacke. Das ist ja verdammt kacke. Was der hier schon wieder aushält. Lass doch einfach mal liegen. Oh! Das ist ja auch ein böser Kill. Das ist ja auch ein böser Kill. So, gut, wir laufen nochmal zurück und holen uns nochmal die... die Mission. Oh, das sind ja Gegner. Ja gut, dann müssen wir die wohl erst töten. Habe ich kein Problem damit. Ich metzel gern durch die Leute durch. Jawoll. Alle einfach auf den Boden legen. Dann können wir sie alle schön hinrichten. Den auch nochmal. Jawoll. Jawoll. Der nächste ist tot. Den betäuben wir hier nochmal. Who the fuck ist das mit dem grünen Symbol überm Kopf?
Ich weiß es nicht. Den werden wir auf jeden Fall gefangen nehmen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Mal schauen, vielleicht kann man mit dem was Besonderes machen. So, du bleibst liegen. Was? Richtig gut. Ich darf ihn nicht töten. Oh fuck, ich habe ihn getötet. Schade. Das war, der hatte irgendwas Besonderes an sich. Und wieso sind denn das hier schon wieder so viele Gegner? Das kann doch gar nicht sein. Völlig abnormal. Der lebt immer noch. Ich fasse es ja nicht. Alle mal bitte einen Schritt zurücktreten. Talion ist am Start. Sind alle tot? Jetzt habe ich gar keinen übrig gelassen zum Verhören. Oh. Oh, ich habe keine Elbengeschosse. Momentchen, Freund der Nacht. Ich komme hoch zu dir, okay? So. Oh, der hält ja gar nichts aus. Mann, fuck, ich habe wieder vergessen, ihn gefangen zu nehmen. Den Sack. Egal. So, diesmal aber. Diesmal kriegen wir das hin. Komm schon, go, go. So. Zusätzliches Ziel. Lass dich nicht entdecken. Ja, das wollen wir auf jeden Fall erfüllen. So. Nummer 1. So wie ich das gemacht habe, hat das schon einigermaßen gepasst. Bloß das Problem ist, die haben jetzt keine Elbengeschosse mehr. Das heißt, wir müssen jetzt alles händisch machen und richtig nah an die Gegner rankommen. Danke. Das wird noch sehr interessant werden. Der pisst da einfach hin, ich fasse es nicht. Jawohl. So. Killen wir erstmal den hier. Fähigkeitspunkte erhalten, sehr schön. Aber ich bin hier noch lange nicht fertig. So, da unten ist noch einer. Den müsste man einwandfrei töten können, ohne entdeckt zu werden. Jawohl. So, jetzt holen wir uns den. Genau. So, jetzt laufe ich. 8 von 10. Jetzt laufe ich nochmal den ganzen Weg zurück. Nee, dann entdeckt uns der Uruk da hinten. Wir haben noch 2 Minuten. Habe ich Elbengeschosse? Ja, ich habe Elbengeschosse. Das heißt, ich habe eine super tolle Idee. Ich weiß, wie wir das machen. Wir killen den Bogenschützen mit einem Elbengeschoss. Jetzt haben wir ein bisschen Raum. Das bringt aber trotzdem nichts. Ich weiß nicht, wie ich an den Typen hier rankomme. Jeder kann diesen armseligen Biestern entkommen. Erstmal Elbengeschosse einsammeln, würde ich sagen. Ach, ich habe schon genügend Elbengeschosse. Einem Häuptling wurde der Kopf abgeschlagen, weil er sturzbesoffen war und sein Schwert am falschen Ende anpackte. Was für ein Trottel. Komm mal her, du. Ich töte dich hier. Komm her jetzt. Ich habe keine Zeit mehr. Eine Minute noch. Jawohl. So. Und jetzt den noch. Jawohl. Da haben wir es erledigt. Sogar mit Bonusziel. Geiler Scheiß. Gibt nochmal 50 Mirian zusätzlich. Sehr gut. Alles erledigt. Okay. Schließe alle Waffenverbesserungen oder was auch immer das sein soll. Und nehme Missionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Dolch Acharn kaufen zu können. Mit Acharns Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzt Schleichtötungen durchführen. Das hört sich ja verdammt gut an. So. Gut. Was eignet sich besser zum Foltern? Ein Brandeisen oder ein Hammer? Auf jeden Fall das Brandeisen. Sie zappeln aus. Hat mich jemand entdeckt? Nee, oder? Wow, wie viele Gegner da schon wieder sind. So, wir haben 2 Fähigkeitspunkte.